So, da gehen wir mal rein in die Kirche von Vater Martin. My Job, you alone shall escape the Delver. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and recall my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Ihr seid doch krank! Ruhe in Frieden, Vater Martin! Und hier ist unser Schlüssel. Neues Ziel. Der Aufzug bringt dich und zum Haupteingang. Da gehen wir mal hier raus aus der Kirche. Dankeschön, ihr Lümmelmänner. Und wohin jetzt ist die Frage? Geh mal die Richtung. Ach, hier hoch. Lüftungsschacht natürlich. Und jetzt hier hoch, hier. Boah, der arme Vater Martin. Jetzt ist er auch tot. Jetzt haben wir noch zwei Gegner, kann man sagen. Vater Martin ist ja tot. Wissen wir jetzt? Das haben wir nicht fast wieder versprochen. Jetzt noch der Dicke. Und der Wall weiter. Es ist tatsächlich gar nicht mehr so lang. Uah. Wohin? Hierhin. Wohin? Uah. Wohin, wohin? Wohin? Alter, da waren wir ja. Nein, boah. Ich habe mich gerade eben festgepackt. Boah. Ganz toll. So, hin jetzt. Boah. Hoffentlich kommt er bloß nicht hier rein. Das wär's ja hier noch. Oh, jetzt müssen wir abwarten. So wie es aussieht. Da kommt der mal näher. Uah. So, jetzt weg, weg. Uah. Renn, renn, renn! Renn doch! Renn! Renn doch! Jetzt hier lang, hier lang! Wo renn? Renn doch! So, jetzt hier vorbei! Hier! Ja! Boah! Wir sind durch! Boah, mein Herz schlägt wahnsinnig! Boah, das war aber knapp. Wir sind den Fetten doch nochmal entkommen. So, hier runter oder wie? So, hoffe ich, ist die Tür jetzt auf. Ja, die ist auf. Machen wir schnell mal zu. Er speichert. So, jetzt müssen wir da den Aufstuhl, den Fahrstuhl benutzen. Ja, endlich. Der wurde ja repariert, hat ja der Kirchenmann gesagt.
Und jetzt können wir nach Hause. Hallo, wieso geht die Tür nicht auf? Was? Ich dachte, wir können jetzt raus. Ja, ganz toll. Wo führt der jetzt uns hin? Neues Ziel, finde einen anderen Weg nach draußen. So, da gehen wir mal weiter, da wo der Wall weiter ist. Boah. Was war das? Kommt der Fahrstuhl oder wie? Gehen wir mal hier weiter. Wo sind wir? Wir sind ganz woanders gelandet. Wo hier Eisblöcke und alles drum dran sind. Man kann sagen, wir sind im Erdgeschoss. Oh je, lauter Blut. So wie es aussieht. Er schreibt wieder was. Aber davor gucken wir natürlich noch um. Oh, den hat er schon bekommen. Keine Batterie und aber ein Dokument. Das darf man nicht verpassen hier. Überall Blut. Oh je. Sah auf ersten Blick aus wie so ein toter Fisch, aber das ist natürlich was anderes. Ich schätze, dass es ein Bein ist. Boah, das ist schon kaputt, schätze ich. Gehen wir auch mal weiter. Er speichert wieder. Boah, die Kamera. Lauter Blut. Oh, die Leiche hat man ganz schön zerfetzt. Wohin jetzt? Wahrscheinlich geradeaus. Und da ist keine Tür. Sah bis jetzt aber nur so aus. So, jetzt komme ich aber rein. Gehen wir mal hier rein. Oh. Ich glaube, das ist alles Ketchup, oder? Einige manche. Da sollte man lieber nicht hingucken. Lauter Tabletten. Was ist das? Okay. Etwas Süßes aus wie eine Schokolade zuerst. Muss man ehrlich sagen. Da. Ein paar Seiten. Und diese Medizin. Ein Computer können wir leider nicht rangehen. Können wir ja weitergehen mal. Durch die zweite Tür. Das gleiche Spiel wieder. Lauter Blut. Da hat es ein I zerfetzt. Oh, Röntgenblick. Bild. Ist die Leiche überhaupt noch da? Ah, wieder ein Dokument. Ich glaube, da ist was gebrochen. Man will sich genau anschauen. Na, Köpfe sogar. Was liegt denn hier? Ah, da muss noch eine abwaschen, auf jeden Fall.